Was ist los? Ach, nichts. Du-bidu-bidu-bidu-bidu. So, hallo ihr Leute, herzlich willkommen zum Let's Play Edna bricht aus von To Blue Art. Mal kurz vorab, ich habe das Spiel schon gespielt, konnte es aber nicht ohne Komplettlösung schaffen und wollte es deswegen nochmal spielen. Ich bin auf das Spiel durch die Let's Plays von Gronkh gekommen und fand es einfach von der Story und dem Zeichenstil so gut, dass ich es jetzt einfach mal anfangen werde. Also bitte nicht wundern, wenn ich halt schneller mal durch den Teil durch bin. Ich werde auch über das ganze Spiel hinweg die Kommentare von dem lieben Herrn Poki, dem Mitentwickler, laufen lassen. Außer jemand beschwert sich und sagt, dass ich es lassen soll. Und dann klicken wir den doch gleich mal an. Huhu und herzlich willkommen zu den Audiokommentaren von Edna bricht aus. Mein Name ist Jamila Michaelis, ihr dürft mich auch ruhig Poki nennen, so stehe ich zumindest auch in den Credits. Ja, wir starten das Spiel, und zwar in dieser Gummizelle, in der ihr euch gerade befindet. Ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß, denn ihr werdet euch für die nächsten 30, 40 Minuten hier in dieser Zelle aufhalten. Das ist eine Game Design Entscheidung gewesen, die gleich zu Beginn des Spiels schon ziemlich fragwürdig zumindest war. Ich glaube, mein aktueller Head of Game Design, der Bade, mit dem ich sehr stark zusammenarbeite für aktuellere Titel, würde mich für diesen Geniestreich erwürgen. Denn gleich zu Beginn des Spiels hat man eigentlich keine sichtbaren Erfolge und Fortschritte. Also viel Spaß jetzt beim Spielen. Sucht euch vielleicht schon mal ein Walkthrough aus dem Internet. Die Idee, die dahinter steckte, war natürlich, dass man sich genauso gefangen fühlen sollte wie Edna. Ich glaube, das funktioniert auch einigermaßen. Ist schwierig zu beurteilen, aber ich dachte eigentlich, der Spieler weiß ja, dass man wahrscheinlich aus dieser Zelle irgendwie raus kann und dass das Spiel außerhalb dieser Zelle noch weitergeht und dass es da noch viele Sachen zu erkunden gibt und ja, entsprechend viel Spaß beim Rausrätseln. Ja. So, das waren jetzt die ersten Kommentare von Poki. Also wie gesagt, die erste halbe Stunde ist man in dieser Zelle, das habe ich beim eigenen Leib jetzt schon dreimal erfahren. Ja, und wir fangen jetzt einfach mal an und reden mal hier mit Herr Kotzbrocken außerhalb von der Zelle. Hallo? Hallo? Hört mich wer? Was willst du? Ich will hier raus. Vergiss es. Wie redet der denn mit uns? Aber so einfach lassen wir uns nicht abspeisen, stimmt's? Was ich auch dazu sagen muss, ich finde halt auch die Bildansicht hier in der Zelle relativ gut gemacht. Ich weiß nicht, es hat aber wirklich sowas Beengendes, wie der Poki jetzt eben gerade gesagt hat. Nehmen wir einfach jetzt mal das Stuhlbein. Nicht ohne meinen Feng Shui-Berater gefragt zu haben. Okay. Meine großzügigen Gastgeber haben mir immerhin einen ganzen Stuhl überantwortet. Ja. Oh, wir reden jetzt einfach mal mit dem Stuhl. Du bist ein fauler Nichtsnutz-Stuhl. Ja, genau wie wir alle. Ich habe hier lange genug gesessen. So, ich bin gerade im Überlegen. Ich habe ja vorhin schon angespielt mal gehabt, musste die Aufnahme dann allerdings lassen, weil der Ton nicht ganz wollte, wie ich wollte. Und dann schauen wir uns doch einfach nochmal den Stuhl an. Bei genauerer Betrachtung fällt mir die Stuhlartigkeit dieses Stuhles erst richtig auf. Stuhlartigkeit eines Stuhles. So einen hätte ich gerne für meinen Balkon. Ob ich wohl einen Balkon hatte? Ich kann mich an nichts erinnern. Okay, dann nochmal zu Herr Kotzbrocken.
Hey! Hallo! Mach nicht so einen Lärm da drin! Was willst du? Ich finde es auch gut mit diesen ganz verschiedenen Antwortmöglichkeiten. Das ist richtig cool gemacht. So, mir ist jetzt aufgefallen, wie elegant der die Tür bewacht. Mir ist aufgefallen, wie gekonnt du diese Tür bewachst. Das ist dir wirklich aufgefallen, nicht wahr? Dann hast du bestimmt auch bemerkt, dass ich meine ganz eigene Technik habe. Eigene Technik. Die habe ich auf dem letzten Turnier entwickelt. Yep. Oha. Dann bist du sicher ein berühmter Sportler. Spielst du in einer Mannschaft oder so? Oh. Ich spiele Golf. Minigolf. Minigolf. Yep. Weil Minigolf spielen auch so schwer ist. Und man da auch so ein Profi werden kann. Minigolf. Mir wird ganz duselig. Mir auch. Und du hast allen Grund dazu, Schätzchen. Weißt du was? Ich stell dir die Klimaanlage an. Dann kannst du dich ein wenig abkühlen. So. Jetzt haben wir eine angemachte Klimaanlage. Und ich muss jetzt mal gucken mit dem Stuhl. Ich habe hier lange genug gesessen. Ja. Ich weiß nicht, also dieses Spiel, das hat irgendwie sowas, das verarscht mich entweder gerade. Nicht ohne meinen Feng Shui-Berater gefragt zu haben. Super Idee. Wahrscheinlich komme ich dadurch frei, dass ich mir diesen Stuhl nochmal angucke. Warte mal. Das ist wirklich interessant. Die Beine lassen sich abschrauben. Wie bei IKEA. Nicht ohne mein... Ich habe hier lange genug. Potztausend! Abschraubbare Stuhlbeine. Ramschware aus IKEA, dem IKEA, wie gesagt. Wir nehmen uns jetzt einfach mal die Stuhlbeine. Mal sehen, wie abschraubbar dieses Stuhlbein wirklich ist. Und wir haben ein Stuhlbein. Mal sehen. Wenn ich das Stuhlbein hier hinterklemme und dann mit etwas Hebelwirkung... Oha, ich habe es kaputt gemacht. Und jetzt haben wir ein Zahnstocherstuhlbein. Und können damit die Polster aufritzen. Juhu! Also wie gesagt, ich mache jetzt, versuche jetzt mal schnell aus der Zelle rauszukommen, damit es halt jetzt mal ein bisschen was passiert, weil in der Zelle ist wirklich nichts Interessantes. Und jetzt will Stuhlbein nicht wie ich. So. Da kommt ein Luftzug durch diesen Spalt. Also ich auch sagen muss, ich habe auch schon Haarwiss neue Augen gespielt. Das werde ich danach auch noch spielen. Und ja. Und da ist wieder unser Pookie. Ah, ihr habt es also soweit geschafft. Ja, noch seid ihr nicht ganz draußen. Aber immerhin habt ihr schon mal den Ventilator gefunden. Ja, hier ist auch ein guter Screen, um euch aufzumuntern, Harvey mit allem auszuprobieren. Beziehungsweise mit allen Gegenständen zu sprechen. Sprecht doch zum Beispiel einfach mal mit den Schrauben. Das ist ja einer der großen, ich weiß gar nicht, warum ich es gemacht habe, aber dass Edna mit allen Gegenständen sprechen kann, alleine die Möglichkeit, die das Interface einem bietet, hat mich halt irgendwie veranlasst zu sagen, ja, eigentlich sollten die ganzen Sachen ja auch antworten. Und in den meisten Fällen antwortet natürlich Harvey, der seine Stimme verstellt und halt mit der Stimme des Gegenstandes spricht, in diesem Fall den Schrauben. Und so klingt ein Dialog mit Schrauben. Es tut mir leid, ich kann jetzt schon mal vorweggreifen. Wortspiele wie, ey, Schraube, mach dich locker, sind dem Sachverhalt geschuldet, dass Wortspiele mit Schrauben halt auch begrenzt sind. Und ja, trotzdem viel Spaß. Okay, dann reden wir doch einfach mal mit den Schrauben. Yo, Schraube! Jo, mich nicht an, du Subjekt. Böse. Ey, Schraube, bleib mal locker. Also auch nochmal zur Aufnahmezeit. Ich nehme immer 15 Minuten, also eigentlich dreiviertel Stunde am Stück auf und unterhalte es dann 15 Minuten. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Und dann versuchen wir gerade mal, Harvey auf den Schrauben zu wenden. Es ist zum Heulen, Harvey. Ich bekomme diese Schrauben nicht auf. Ach, solche Schrauben isst du doch zum Frühstück. Als du klein warst, hätten die dich nicht aufgehalten.
Wie meinst du denn das? Naja, früher hattest du einige coole Tricks drauf. Mit Kettensägen, mit brennenden Kettensägen jonglieren, das wollte ich auch schon immer mal. Konnte ich mit brennenden Kettensägen jonglieren? Schade. Das wohl eher nicht. Aber ein paar dämliche Schrauben waren nie ein Hindernis für dich. Ich war sicher super lässig als Kind. Waren wir das nicht alle? Was weißt du noch? So funktioniert das nicht. Vergiss nicht, ich bin nur eine Projektion deines Unterbewusstseins. Nobody's perfect. Ich kann dir auf die Sprünge helfen. Aber dazu musst du mir Sachen zeigen, die dich an deine Kindheit erinnern. Wie die Schrauben? Exacto, Lucci. Und dann? Dann tempomorphe ich uns in die Vergangenheit. Cool. Okay, dann tempomorphen wir einfach mal in die Vergangenheit. Oder ich wollte erst mal mit dem Gitter reden. Erstmal mit dem Gitter. Sesam, öffne dich. Das war wohl der falsche Spruch. Und mit dem Ventilator? Hallo, kleiner Ventilator. Möchtest du eine Banane? Ich habe leider keine Banane für dich. Der arme Ventilator. Ich bin bereit, Harvey. Soll ich dich jetzt in die Vergangenheit tempomorphen? Ja, in die Vergangenheit. Ja, tempomorphe mich in die Vergangenheit. Wie du willst. Halte dich fest. Hui. Das ist also die Vergangenheit? Zumindest sieht das hier nach unserem alten Keller aus. Und sieh mich an, ich bin jung. Es sind etwa 10 Jahre, die wir zurückgesprungen sind. Muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht meinen Großvater überfahre und so? Nicht mehr als sonst. Wir sind ja lediglich in deiner Erinnerung. Ah, verstehe. Also kann ich auch ruhig auf Dinosaurier-Eier treten. Wenn du welche findest. Ich weiß, welcher Tag das hier ist. Mein Vater hat mich in den Keller gesperrt, weil ich einen Nachbarjungen geärgert habe. Sein Name war Albert, oder? Alfred Marcel. Alfred Marcel? Doch nicht wie Dr. Marcel? Doch, doch. Er ist der Sohn von dem Doktor, der das Irrenhaus leitet. Ui. Aber das soll uns jetzt nicht weiter stören. Wir sind hier, um dir beizubringen, wie man Schrauben ohne Werkzeug löst. Na dann. Tja, ich muss mich auch erst einmal orientieren. Lass mich bitte anfangen. Wir können uns dann ja abwechseln. Einverstanden? Einverstanden. Okay, eben habe ich gedacht, es stimmt gerade was mit dem Ton nicht, aber das war jetzt anscheinend nur in der Frequenz, also... Ich hätte es gedacht, ich müsste die Aufnahme gerade mal beenden. Okay, dann legen wir jetzt mal los, als Harvey, der kleine blaue Stoffhase. So, dann gehen wir doch gerade mal die... Nein, wir gucken uns erst Pokis Kommentar an. Ja, in diesem Screen sieht man, dass ich am Anfang, als er die Hintergründe gezeichnet hat, weder über besonders große Skills im Setzen von Farben gehabt habe, noch ich habe so ein bisschen rumexperimentiert, sowohl mit Farben und Formen. Ich dachte, wusste noch nicht ganz genau, wie die Optik dieser Tempomorph-Sequenzen sein sollte. Ich wollte eigentlich eine etwas skurrile, überzeichnete Variante der Realität haben, hatte aber die Realität noch gar nicht gezeichnet. Die kommt ja erst viel später, dass wir in der Realität halt diesen Raum nochmal besuchen können. Und hatte aber die Vorstellung, dass unbedingt wichtig ist, dass für Edna in ihrer Kindheit und entsprechend auch in ihrer Erinnerung die Treppe zu dieser Kellertür unglaublich lang und geschwungen war. Was sie natürlich in der Realität dann im Endeffekt nicht war. Es war halt nur eine kurze Treppe bis zur Tür. Und deswegen habe ich sie auch unendlich lang und geschwungen gezeichnet. Ja, ein schöner Gedanke, der allerdings dazu geführt hat, dass sich hier die Linien so auf hässliche Weise berühren. Ja, ein bisschen. Ich würde jetzt sagen, ich mache hier mal eine kleine Aufnahmepause, nehme dann jetzt direkt gleich weiter auf, weil sonst muss ich das Video ziemlich arg schneiden. Also, wir sehen uns an derselben Stelle wieder. Bis dann.